Willkommen zurück zum Postgame von DotHack Quarantäne. Es ist vollbracht, alle Phasen sind besiegt, die Welle ist gefallen. Wir haben neue Charaktere, die wir einladen können, teilweise ganz schön interessante, wie Sora, Subaru, Tsukasa, Helba. Vor allem Helba. Wir laden einfach mal Helba in die Gruppe ein, die olle Hackerin. Bin mir sicher, sie hat interessante Ausrüstung, die sie uns mitbringt. Hi Helba, ja, gehen wir kalt. Komm mit. Kann man sich was Schöneres vorstellen, als Helba einfach hinter sich herrennen zu haben. Die rennt noch nicht mehr, die schwebt einfach. Wir werden uns mal eben aus unserem Lager hier ein paar Sachen rausholen. Und zwar holen wir uns jetzt den Bestienband, denn wir haben noch so eine gewisse Goblin-Mission offen. Und dann schnappen wir uns ein paar Tausch-Items, weil ich bin mir sicher, wir werden sehr viel tauschen müssen in naher Zukunft. Besonders jetzt, wo wir neue Charaktere haben, mit denen wir auch tauschen können. So, schauen wir uns das erstmal an, was sie so hat. Mit normales Spielen, sagt sie so im Japanischen, aber du bist immer noch eine Hackerin mit Max Stats, meine liebe Dame. So, was hast du denn zu verhandeln? Temposprüche Ritterbahn. 99 Waffe für Twinblade, 94 für Blade Master, 98 für Heavy Blade, 99 für Heavy X-Man, 86 gerade mal für Longarm und dunkles Wissen, Dunkelheitsparameter hoch. Ja, ich glaube, das tauschen wir schon mal ab und die anderen Waffen sind zuerst mal, behalt mal vorläufig. Zwei rote Platten, oh, für ein dunkles Wissen. Guter Tausch, schätze ich. Irgendwelche spannenden NPCs in der Umgebung. Jetzt, wo wir das Spiel im Postgame haben, müssten ja theoretisch wieder Event-NPCs rumlaufen, die nur im Postgame da sind. Das ist aber keiner davon. Okay. Acerola läuft auch immer hier rum. Ja, manchmal hat man Glück, dann findet man die. Und wenn wir einen davon treffen, werde ich den sicherlich ihr Zeug abtauschen. Okay, dann holen wir uns außerdem die gute alte Mistral in die Gruppe dazu. Wir bleiben unserem Wavemaster-Kampfplan, um die Goblins zu besiegen. Warten wir mal eben, dass sie da ist. Wir werden nämlich ihre Ausrüstung nochmal eben ändern müssen. Denn wir brauchen Muminlayer wieder. So. Und dann legen wir uns mal eine Runde mit Martina X an. Die letzte Runde gegen die Goldgoblins. Runde 20. Mein Gott, haben wir schon viele Goldgoblin-Schlachten geschlagen. Zugegebenermaßen waren die alten Schlachten immer deutlich länger als die Schlachten in diesem Spiel, weil wir keine Allies dabei haben durften. Mit Allies wird alles irgendwie simpler. Ich bin gespannt. Vernichte die Goldgoblins im Fels. Okay, dann schauen wir erstmal, dass wir unseren Bestienband draufkriegen. Das hat nicht funktioniert. Wir müssen erstmal gucken, dass wir einen Deckwurm auf irgendeine davon kriegen. Das hat funktioniert. Okay, darf man nicht aus den Augen verlieren. Okay, Mistral. Zeit für Muminlay. Helba. Zeit, deine Skills einzusetzen. Jaskin, das ist gut. Dann schnappen wir uns unseren raschen Tod. Und setzen ebenfalls hier Vulkan ein. Bams! Did! Das war Nummer 1. Bestienband. Okay, ist debufft. Team. Bleibt hier. Ich finde es ja nett, dass ihr dem hinterher rennen wollt, aber bleibt doch bitte einfach bei mir. Okay, Mistral. Skill zuweisen. Muminlay. Muminlay. Okay. Helba. Skill zuweisen. Jaskin. Und Vulkan. Bams. Wunderschön. Okay. Und Bestienbahn auf die letzte Martina. Ach Leute, jetzt hört auf damit. Castet man mal kein Abdo, weil es fast schon lächerlich ist für so einen mega einfachen Kampf. Und dann sowas. Muminlay. Ah, nicht gesessen, ne? Naja, nicht gesessen. Mhm.
Nochmal. Okay, dieses Mal hat's gesessen. Helber. Jaski. Und wir auch Vulkan. Wenn alles gut gelaufen ist, dann GG Martina. Jo. Wenn man seine Alice dabei haben darf, inklusive einer Hackerin. Wenn ich ernsthaft die Möglichkeit hätte, dann würde ich es mir vielleicht mal überlegen, aber ich kann nur einen summonen. Du hast jetzt die Imp-Krone in den Schlüsselgegenständen. Es ist vollbracht. Es gibt keine Goblin-Kämpfe mehr für uns zu vollbringen. Wir haben alle Goblins geschlagen. Und das heißt, wir müssen mal wieder das Goblin-Equipment präsentieren. Mal gucken, wie gut unser neuester Goblin-Summon so ist. So, das war doch wirklich mal effektiv. Wir mussten nicht mal buffen. Weil die so einfach zu besiegen ist mit den Spells. Jo, Gegenstände einpacken. Goblin-Schuhe, sie. Goblin-Handschuhe, sie. Goblin-Panzer, sie. Und Goblin-Kappe, sie. Okay, das volle Goblin-Equipment. So, Goblin-Kappe, Goblin-Panzer, Goblin-Handschuhe, zack. Und jetzt können wir Goblin-Kaiser, Level 4. Kein Elementar, ruft einen riesigen Goblin. Können wir zum Spaß gucken, was die Goblin-Items dieses Mal sonst so drauf haben. Ist so, naja, hatten schon mal schlimmere Stats, schätze ich. Ja, dann gehen wir mal in irgendein Feld raus. Und machen mal einen Goblin Summon. Mit unseren Wavemastern dabei habe ich auch keine große Angst, dass uns irgendwas Schlimmes passieren wird. Wehen Quecksilbersteg. Spannender Name. Schön hier. Ein paar random Gegner in der Umgebung. Helber gibt uns Rückendeckung, was nett von ihr ist. Okay, ich hole einfach mal eben schnell einen Grund hier raus, der wird uns das leichter aufspüren können. Ich spüre magische Portale in dieser Richtung. Natürlich. Da, ich sehe eins. Okay, schauen wir mal. Skills. Goblin Kaiser. Kostet 85. Goblin Kaiser. Schutz gebrauchen. Ja, nett, würde ich sagen. Hat jetzt nicht den unglaublichen Schaden gemacht, aber es ist halt ein riesen AE wieder. Was eine coole Sache ist, muss man ja sagen. Außerdem massenhaft Schutz gebrauchen. Was wir mal machen können, haben wir allen Schutz gebrochen oder haben wir jetzt immer noch nur einen Schutz gebrochen? Ja, wir haben bei allen den Schutz gebrochen. Wir haben nie das Entzugsherz benutzt von unserer Seite aus. Gucken, wir können drei gleichzeitig anvisieren. Gucken, vielleicht kriegen wir was Spannendes. Wir sind 14 ausgebreitet. Du hast jetzt Gebote. Du hast jetzt noch mehr Gebote. Du hast jetzt ganz viele Gebote. Ja. Das Entzugsherz, das uns so viele Probleme gemacht hat. Okay, Team, ihr könnt jetzt einfach mal eben umdenken. Flammenwort jetzt hier. Ich hab irgendwo gerade. Oh, da vorne war noch ein Portal. Ich geh mal. Wäre jetzt kein großes Ding, die davon zu besiegen zu gehen. Normalerweise, glaube ich, die einfach mal. Willst du mir etwa weglaufen? Ja. Ah! Tschüss, Helber. Ist nicht so, dass sie sterben würde. Die hat 9999 HP. Oh mein Gott, da vorne war ein Roaming Mob. Okay, aus der Reichweite, es kommt kein bisschen dauern.
Oh nein, Mistral ist tot. Mein Gott, höre ich da gerade den nächsten Mob? Hallo, ich will doch nur eben aus der Reichweite laufen. Normalerweise dauert das mal eben ein paar Sekunden. Hä, hey, aber was machst du da hinten? Okay, da kommt der nächste Feind. Jesus Christ. Mal eben weglaufen, hat sich als doch etwas längere Aktion entpuppt. Sagen wir jetzt langsam Kampfmodus aus. Ah, wow, das hat viel länger gedauert, als es hätte sollen. Egal, tot zurück. Ja, also wie wir sehen, man hat sich leider auch für das letzte Spiel nicht die Mühe gemacht, eine eigene Goblin-Cast-Animation zu machen. Der Spell ist, okay, stark. Er hat halt eine riesen AE. Das ist der Vorteil des Spells. Ansonsten ist die Goblin-Ausrüstung wieder, halt so mittelmäßig. Was immer so ein bisschen schade ist, dass sie nur halt mittelmäßig ist. Aber hey. Wir sind es ja nicht anders gewöhnt. Also, einpacken. Andersrum. Lagern. So. Ich denke, ich werde mal einiges von den Goblin-Items, also alle außer die stärkste Ausrüstung, die Set-Dinger, werde ich wohl mal alle wegschmeißen, weil das ist ja... Das bringt ja nichts. Das hat ja keinen Sinn auf Dauer, ne? Wir hatten da noch einige Board-Einträge, die wir nicht gelesen haben. Das werden wir jetzt mal nachholen. Schauen wir mal. What? Informationen zur neuen Version. Wiederaufnahme des Ereignisses. Vielen Dank für eure Geduld. Wir haben jetzt den Alle-Gegenstände-Wettbewerb wieder aufgenommen. Bitte macht alle bei dem Ereignis mit. Ja, wir haben schon angefangen, aber den fertig zu machen, das kann lange dauern. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da Lust zu habe, ehrlich gesagt. Na, mal schauen. Ankündigung. Wir sind Gerechtigkeit und Frieden. Wir ehren Mut, Besitz und Toleranz. Tolle Werte. Wir haben uns gegründet, damit alles glatt läuft in the world. Ich glaube, ihr nehmt euch da ein bisschen zu viel vor. Ihr habt keine Ahnung, worauf ihr euch einlasst. Wir passen auf, dass niemand Schaden anrichtet in the world. Bist du der neue Crimson Knights Club hier? Katzenhafter Charakter? Uns ist zu Ohren gekommen, dass ein Spieler mit katzenhaftem Charakter gesehen worden ist. Offensichtlich ein illegal erstellter Charakter. Das können wir nicht durchgehen lassen. Das hatten wir doch schon mal am Anfang des Spiels. Ist Mia? Neko? Masaka? Aber wir wollen die anderen nicht aufregen. Wir wissen nicht, ob Mann oder Frau, aber wir brauchen Informationen. Wir versichern, dass keiner, der uns Informationen verschafft, in Schwierigkeiten kommt. Klar, weil ihr da so viel Einfluss drauf habt als normale Spieler. Klasse Typen. Gehört's? Ich hab was von einem Freund gehört. Er hat gesehen, wie eine Gruppe gegen ein Monster gekämpft hat, das vorher noch nie gesehen wurde. Und sie haben gewonnen! Haha. Ein Freund von mir hat's auch gesehen. Die haben einen visuellen Skill benutzt. Ein Bug? Der einen den Kopf verdreht. Sowas in der Richtung. Dot Hackers. Ich glaube, die heißen Dot Hackers oder so. Keine Ahnung, wofür der Punkt steht. Derp. Cool. Die würde ich gerne mal treffen. Oder noch besser, mich ihnen anschließen. Nein, die Dot Hackers nehmen keine neuen Mitglieder mehr auf. Wir sind voll. Krankenhaus verlassen. Ist egal, ob geheilt oder nicht. Vergessen wir, was passiert ist und spielen weiter. The World wartet auf uns. Ja, genau. Wir wurden nur alle in ein tiefes Koma gesendet. Wären vielleicht fast gestorben. Viele sind sicherlich gestorben. Klar, lass uns The World weiterspielen. Kein Problem. WNC löst sich auf. WNC wird sich auflösen, oder? Das war doch klar, dass das kommt. WNC ist dafür verantwortlich, dass alle Alte mit haben, um zu verhindern, dass Plutos Kuss nochmal passiert. Und jetzt das! Das ist doch wohl ein Witz, dass Pluto wiederkommt. Dich will keiner, Pluto! Oh mein Gott. Dr. Kyle, können wir den bitte bannen? Fertig, aus. Ich will wissen, was Präsident Coleman dazu sagt. Immerhin war er es, der darauf gedrängt hat, Alte mit einzuführen. Lies die Nachrichten, der Typ hat schon ein Statement abgegeben. Stellungnahme von Präsident Coleman. Naja, das war ja nicht gerade prickelnd. Ich dachte, er würde etwas mehr verraten, um seinen Arsch zu retten. Ich glaube, er würde eher genau das Gegenteil tun, also was er getan hat, damit sein Arsch nicht wieder in Schwierigkeiten gerät. Ich hätte nicht gedacht, dass der amerikanische Präsident die Theorie der unendlichen Vielfalt kennt. Ob die Formel V gleich L mal in Klammern I minus F stimmt? Ob wir überhaupt mal sinnvolle Variablen in diese Bezeichnung eingefügt haben? Weil das ist totaler Bullshit. Werd mal an meiner Vorstellungskraft arbeiten. Liest sich wie ein A. Dazu muss ich sagen, dass ich dieses Spiel hier leider halt auf der PS2, aber auf einem riesigen, modernen Flachbild-Bildschirm, ne, mit viel zu viel Auflösung spiele. Dementsprechend ist es sehr schwer, den kleinen weißen Text zu lesen, weil der unglaublich unscharf ist. Mail von Aura, Wiedergeburt.
Hier bin ich geboren. Hier wurde meine Mutter geboren. Und jetzt bald wird wieder jemand hier geboren. Aber es gibt da etwas, das diese Geburt zu verhindern versucht. Nur du. Nur du kannst verhindern, dass der gleiche Fehler zweimal gemacht wird. Omega, versteckt, dunkle Seite, Heilboden. Oh Gott. Das klingt, als würden wir Mia wiederkriegen. Aber wir haben im Board schon gelesen, dass Mia irgendwo rumlaufen muss. Geht's hier wirklich um Mia? Ich bin jetzt... direkt zu Mia gesprungen, aber... wenn ich schon gesehen wurde? Merkwürdig. Wer wird wiedergeboren? Ist es jemand anders als Mia? Auf jeden Fall haben wir gerade das Passwort zum lokalen, ultimativen Dungeon gekriegt. Gehe ich mal ganz schwer von aus. Oh, Elk. Es wird um Mia gehen. Es kann nur um Mia gehen. Also es geht um mir, aber wen haben die dann auf dem Board gesehen? Okay, wir werden Elk mitnehmen müssen. Die Frage ist nur... Schlüsselwort aus Auras E-Mail. Ein neues Leben wird bald in diesem Gebiet geboren werden. Level 95. Ja, sowas in der Richtung habe ich irgendwie erwartet. Wir werden ein bisschen leveln müssen, bevor wir da reingehen. Hast du irgendwas zufällig Neues dabei, weil wir im Postgame sind? Ja, tatsächlich. Geheim Weisheit und Geheim Dreams. Außerdem Ultra-Stiefel, harte Handschuhe. Oh, der hat ultimative Ausrüstung für uns. Spannend. Wir tauschen eben erstmal die Stat-Items ab, würde ich sagen. Wir haben ja extra hier unser Zeug mitgebracht. Jo. Gib uns noch ein bisschen mehr. Geheim Dreams. Reicht dir auch ein Silberkäfer? Reichen dir zwei Silberkäfer? Machen wir mal so. Geheim Dreams. Mal schauen, was hier so an NPCs noch rumläuft. Vielleicht ist ja noch jemand Spannendes. Aber niemand, der uns wirklich zu interessieren hat, denke ich. Ich frage mich gerade, ob wir die Startup-Items registrieren können als Items hier bei den Kerlchen. Testen wir mal. Einer deiner Gegenstände wurde eingetragen. Ne, dann definitiv nicht. Aber wir haben zwei neue Gegenstände gerade gekriegt. Die wurden beide schon mal nicht eingetragen. Wir benutzen die mal. Oh, ja, damit. Magische Genauigkeit gesenkt. Magisches Ausweichen gesenkt. Hm. Sinnvoll wie immer. Okay, wir kriegen keine neuen Mails. Nichts mehr auf den anderen Servern zu tun. Das einzige Gebiet, das wir wirklich offen haben, ist versteckt dunkle Seite Heilboden. Das ist natürlich interessant. Ja, aber wir haben noch was anderes mal eben zu tun. Nämlich, wir haben hier komplett neue Charaktere, die wir uns mit ihm angucken können. Tsukasa, komm mal in die Gruppe, Tsukasa. Wir haben dich noch überhaupt nicht gesehen. Irgendjemand hat sich gedacht, er sagt im Original Japanischen ein Wort, so gerade eben. So knapp über ein Wort. Also unter dem Film, ja, ich könnte heute wohl gehen, schätze ich. Als ob der so viel sprechen würde. Okay, und dann holen wir uns auch noch Subaru dazu. Die Heavy Axe Meisterin hier. So desne. Watashi ni tetsudaeru koto arimasu ka? Ja, könnt's mal kommen und dann labern wir mal mit euch und gucken mal an, was ihr so an Items habt und so. Ja, genauso wie im Anime auch. Immer schön lethargisch. Okay, was haben wir denn mit dir zu handeln? Yep, auch er hat super Ausrüstung, Level 99, schwere Rüstung. Wir können ihm geheim Grund abnehmen. Ein Item, das wir schon häufiger mal besessen haben. Hier hast du Silberkäfer. Und hier wäre Subaru. Was können wir mit dir so handeln?
Tigerkönig, Jormungand, Sonnenfang, Geheim erweckt, Buch der Ideale. Okay, also wir können Geheim erweckt und Buch der Ideale von ihr kriegen. Rote Platte, ja, eine rote Platte und dann nimmst du dazu irgendwie hier einen Erholungstrank oder zwei. Okay, hast du noch was, das wir dir abtauschen können, das unsere Stats erhöht? Buch der Ideale, immer her damit. Oh, eine rote Platte reicht. Ja, die beiden Anime-Charaktere hier. Also wenn wir Ausrüstung irgendwo her brauchen, können wir denen das einfach abtauschen. Wir lösen die beiden mal auf. Ja. Wir hatten eine erfüllte Reise. Wir müssen uns wiedersehen. Eigentlich sagt sie eine gute Nacht, aber ganz abgesehen davon sind wir noch nicht mal weg gewesen. Also tschüss. Nimm ein Bart oder putzt du die Zähne, als ob du so viel sagen würde. Okay, ja, bis dahin. Und dann hätten wir da noch Sora. Sehr Lied. Keine Ahnung, warum die den so übersetzt haben mit Leadspeak und so weiter, aber egal. Schön zu sehen. Was hast du denn so zu verhandeln, Mr. Sora? Geheimdieb. Und außerdem die ganzen Rufzauber. Ja, dann geben wir dir doch mal einen Silberkäfer und eine rote Platte. Reicht auch nur die rote Platte? Nö, kannst einen Silberkäfer haben. Du hast jetzt Geheimdieb. Wunderschön. Noch mehr Zeugs. Angriff wurde gesenkt. Magische Abwehr wurde gesenkt. Physisches Ausweichen wurde gesenkt. Und magische Genauigkeit wurde gesenkt. Ja, das ist der gute Sora. Der Typ ist auch tatsächlich Level 90, also er könnte theoretisch kämpfen. Der hat auch eine ganz ordentliche Ausrüstung, wie man hier sieht. Letzter Verrat, mal eben eine Level 99 Waffe für Twin Blades. Ansonsten hat er eine ziemlich fragwürdige Ausrüstung dafür, dass er eine Level 99 Waffe besitzt. Witzigerweise hat Sora nicht Soras Klingen als Waffe. Wir haben Soras Klingen als Waffe. Wir könnten ihm natürlich seine Waffen einfach wiedergeben, aber wer tut das schon? Ist jetzt meins! Er ist an uns verloren. Okay, nein, ich will ihn wieder aus der Gruppe entfernen. Tschüssi, Sora. Bye, bye. Bye, bye. Tschüss. Jo. Generell, dadurch, dass wir jetzt im Postgame sind, wie schon angesprochen, laufen jetzt in den Städten ab und an mal neue NPCs rum oder auch alte NPCs, die wir schon kennen. Der Bruder von Black Rose, Kazu und Sieg, die wir befreit haben, die wir in der Zwischensequenz gesehen haben, müssen jetzt hier rumlaufen, mit denen kann man jetzt sprechen und handeln. Von denen müssen wir eigentlich auch neue Items kriegen können und wir brauchen die auch für die Rio-Bücher natürlich, damit wir mit allen mal gelabert haben. Ja, also ich schau mal, ob ich ein paar davon finde und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. See ya.